So, ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, was passiert heute? Heute gibt es eine kleine Runde nur hier in meinem Heimatwald und ein kleines Update zu meinem Kanal. Es gibt was Neues, das erzähle ich euch aber unterwegs. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt auf eine kleine, kurze, spontane Runde durch meinen Heimatwald. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, die Neuigkeiten gibt es dann unterwegs. Also, ich würde sagen, wir gehen hier hoch und ja, dann lasst euch überraschen. Also, dann kommt mit. So, ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt alle gespannt seid auf das neue Update, Entschuldigung, müsst ihr noch ein bisschen warten, aber das kommt jetzt schon in dem Video. Nur ich will halt einen geeigneten Platz finden und ich laufe jetzt einen ganz neuen Weg bei mir, den bin ich jetzt noch nicht gegangen und da will ich natürlich auch das super Plätzle finde, wenn ich das verkünde. Und ja, wegen dem geduldet euch noch ein bisschen. Sobald ich einen richtig schönen Platz habe, werde ich mich auf jeden Fall melden. Und bis dahin zeige ich euch hier meinen wunderschönen Heimatwald. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall. Gell? Also, bis gleich. Also, ich denke, ich habe jetzt einen schönen Platz gefunden. Und zwar bin ich hier an dem Klingenbrünnele. Da sieht man, da sitze ich genau davor. Und ja, ich denke, das ist ein recht schöner Platz hier. Und ja, ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt mein Update. Ja, ich bin jetzt tatsächlich richtig am Überlegen, ob ich meinen Kanal löschen soll und keine Videos mehr mache. Der erste Grund ist natürlich wie üblich, das war ja mal eine Zeit lang, irgendwie klappt es nicht mit meinen Aufrufe, maximal 400, vielleicht ein bisschen mehr bei dem einen Video, keine Ahnung. Wenn ich da andere angucke, ja, will man nicht dran rumreden,
Ich hatte ja das Thema schon mal, aber irgendwie, es klappt nicht, egal was ich machen will. Jetzt habe ich mir ja gebrauchtes, gutes Carver-Fahrrad, Trekkingrad gekauft, wollte ein bisschen Radtouren machen. Leider auch das, ja, nicht ganz so, wie es eigentlich sollte oder wie ich mir das erhofft hatte. Und ja, zu dem anderen, ja, was soll ich noch dazu sagen, ja, ich dachte eigentlich, ja, es läuft ein bisschen besser. Nein, natürlich nicht so, wie ich es mir gehofft hatte, wie ich schon gesagt habe. Wegen dem bin ich jetzt ganz stark am Überlegen, ob ich meinen Kanal auflösen soll. Ja, leider habe ich nicht diese Möglichkeit wie andere, jedes Wochenende in die Berge oder mehrere Tage wegzugehen. Es hat auch familiäre Gründe und ja, es besteht halt die Möglichkeit nicht. Von daher weiß ich nicht, ob es an dem liegt oder so, keine Ahnung. Aber wenn ich mich dazu entscheide, werde ich natürlich einen kampfmäßigen Abtritt machen. Ist ja klar, nicht einfach so. Und vielleicht entscheide ich mich auch nur um. Ich weiß es nicht, aber die Gedanken sind jetzt sehr stark, dass ich den Kanal auflöse. Ja, irgendwie, es klappt nicht, keine Ahnung. Ne? Und ja, das war eigentlich jetzt mein Hauptupdate, was ich sagen wollte auf dieser kleinen kurzen Runde. Ich laufe jetzt hier der Hanne der Buckel runter, dann bin ich wieder unten im Scheichtal und dann geht's wieder nach Hause. Und ich hoffe, ja, es ist noch keine Verabschiedung, es kommt nachher noch. Wegen dem würde ich sagen, das Update jetzt abgeschlossen. Jetzt geht's der Hanne der Buckel runter. Ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen was zeigen. Und dann kommt das Schlusswort, wie immer. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Also, bleibt noch dran. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier runter auf den anderen Weg, aber wie man sieht, ja, ich glaube, da geht es nicht runter. Beziehungsweise da geht es durch eine Schlucht durch. Die Schlucht habe ich aber durch, da will ich jetzt nicht runter. Ich wollte jetzt nicht so eine große Runde machen. Wegen dem gehen wir wieder hoch und hoch auf der Weg. Nochmal kurz. Ihr habt ja jetzt alle dieses Update mitbekommen und ich hoffe natürlich, ihr bleibt mir noch treu, auch wenn noch keine Entscheidung steht. Es kann natürlich weitergehen oder auch nicht, aber ich hoffe, dass ihr da an meinem Kanal dran bleibt, weil bis zur Entscheidung weiß ich nicht, wie lange es dauert. Kommt natürlich das ein oder andere Video, ist schon klar. Und wegen dem würde es mich freuen, wenn ihr noch dabei bleibt. So, jetzt muss ich gucken, wo es da hingeht. Nicht, dass ich mich verlaufe. Und ja, irgendwo geht es jetzt dann rechts runter. Wieder runter aufs Scheichtal. Ja? Also gut, dann bis später. So, jetzt habe ich den richtigen Weg gefunden. Ich bin vorher rechts runter und bin den Waldarbeiter, den Spuren nachgegangen und habe gedacht, okay, da komme ich unten auf den Weg wieder raus. Aber leider war nicht so der Fall. Ich musste wieder zurückgehen. Ja, kommt auch vor, gell? Aber jetzt habe ich die richtige Abzweigung gefunden. Hier geht es jetzt runter in das Scheichtal und dann bin ich wieder auf dem normalen Weg, wo zu mir nach Hause führt. Ja, und für den ein oder anderen Mountainbiker, wie man jetzt hier sieht, vielleicht, ich weiß es nicht, darf man hier auch mit dem Mountainbike fahren, also laute Spuren nach. Und ja, also, ja, mit meinem Trekkingbike will ich hier nicht runterfahren, aber mit einem Mountainbike wird man da gut runterfahren können.
Und ja, sieht eigentlich recht gut aus hier. Ja, okay, der Hanne geht jetzt runter. Ja, auf der Seite sieht man Spuren, wie gesagt. Also es sind wohl auch welche hier runtergefahren mit ihren Mountainbikes. Ja, okay, ja gut, dann laufe ich jetzt der Hanne runter. Wenn ich unten bin, melde ich mich nochmal auf dem Weg und ja, bleibe dran. Bin gespannt, ob da unten irgendwas kommt. Sieht so aus. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich, wo ich rauskomme. Und zwar komme ich an unserem Heilbrunnen raus. Das ist eine beliebte Grillstelle hier im Scheichtal, wunderschön gelegen, hier an der Scheich. Zeige ich euch aber jetzt gleich. So, also hier sieht man jetzt wunderschön diese Scheich. Auch nicht zu tief. Ne? Also wunderschön für Kinder zum Spielen, wenn es richtig warm ist. Ne? Und hier, wie man sieht, diese Grillstelle, also wunderschön gelegen hier im Wald. Ja, also echt klasse. Ja, ja. Der Hanne hat so einen Grillanzünder. Der Hanne hat so einen Verbandskasten, wo sie hier reingemacht haben. Ja, und der Hanne ist die Hütte. Ja, also echt wunderschön gemacht hier. Ja. Und natürlich zeige ich euch diesen Heilbrunnen. Ne? Da Hanne ist er. So, da Hanne sieht man. Ja, das ist dieser sogenannte Heilbrunnen. Und eine wunderschöne Feuerstelle. Kann man also ganz toll mit Kindern spielen. Ne? Lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu gehen. Der, wo in der Nähe wohnt oder mal hier im Scheichtal laufen will. Es gibt ja genügend Wanderwege hier, habe ich euch ja auch gezeigt. Da Hanne, wunderschöne Holzbrücke. Ja. Und hier haben sie eine neue Brücke gebaut. Die alte war ja morsch und kaputt. Ne? Und ja, wenn man das so sieht, also wunderschön gelegen hier. Ja. Mit dem Wasser können die Kinder spielen, kann nichts passieren. Müsste doch ein bisschen älter sein. Ja. Und dann hier diese Hütte, Grillstelle. Da kann man sitzen. Ne? Also wunderbar. So, ich laufe jetzt der Hanne raus und dann hoch auf den Weg. Ich werde mich jetzt eine Weile nicht mehr melden, weil das ist unser normaler Weg durch Scheichtal. Da bin ich ja schon tausendmal gelaufen und gefahren. Wegen dem werde ich da nicht allzu viel filmen. Da gibt es nicht viel zu filmen. Da vorne sieht man jetzt schon. Und ich laufe jetzt dann rechts Richtung Heimat. Und ja, bevor ich dann wieder zu Hause bin, melde ich mich nochmal. Und ja, dann kommt das Schlusswort von meiner heutigen kleinen Tour mit Update zu meinem Kanal. Also, bleibt dran, man sieht sich. We'll be right back.
So, ja, ich mache es kurz und bündig, bevor mich doch der Hanne die Stechmücke verstechet. Ja, also, wie ihr jetzt das alle mitbekommen habt, ich hoffe, ihr waret alle mit dabei mit dem neuen Update. Ich werde mich schnell entscheiden, nicht, dass es zu lang dauert. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei waret bei der kurzen Wanderung bei mir hier im schönen Scheichtal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr beendet nicht mein Abo, sondern bleibt noch dran. Vielleicht geht es ja doch weiter. Und ja, ich sage wie immer, Dankeschön fürs Mitlaufen, Dankeschön fürs Dabeisein und Anschauen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch, würde mich freuen über ein Like, würde mich freuen über einen Kommentar. Und ja, was gibt viel zu sagen? Danke, danke, danke. Und wir sehen uns wahrscheinlich vielleicht beim nächsten Video. Ich denke, nächste Woche wird eins kommen. Außer ich entscheide mich so schnell, weiß ich jetzt noch nicht. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Hier war euer Michael vom Kanal Schönbuchgams. Ich wünsche euch was. Ciao, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Bleibt gesund, gell? Also, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.